In der Tat geht es mir um ein bestimmtes Feld, wo recht deutlich wird, die Entwicklung Europas hin oder zunächst ausgehend von der gemeinsamen Verfolgung wirtschaftlicher Ziele, wirtschaftlicher Interessen bei der Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts hin, so würde ich das heute bezeichnen, zu einem strategischen Konzept der Integration verschiedener Politikfelder. Und im Laufe dieser Entwicklung hat das Politikfeld Soziales, sozialer Schutz eine immer größere Bedeutung erlangt. Und dieses Verhältnis ist dann, das wissen Sie sicherlich alle, zum Ausdruck gekommen in der im EU-Vertrag Artikel 3 zum Ausdruck gebrachten Formel einer wettbewerbsfähigen sozialen Marktwirtschaft, die auf Vollbeschäftigung und sozialen Fortschritt abzielt. Es liegt natürlich in der Natur einer solchen recht generellen Zielbestimmung, dass das Verhältnis von auf wirtschaftlichem Wettbewerb basierender Marktwirtschaft und sozialen Aspekten für jedes Politikfeld immer wieder neu austariert werden muss. Und am Beispiel des öffentlichen Beschaffungswesens lässt sich insoweit eine sehr bemerkenswerte Entwicklung nachzeichnen. Dem europäischen Vergaberecht, also dem öffentlichen Beschaffungswesen, geht es ganz zentral um die Öffnung der Beschaffungsmärkte der Mitgliedstaaten für den Wettbewerb, für den gleichen Zugang aller Unternehmen aus allen Mitgliedstaaten zu öffentlichen Aufträgen. Europäisches Vergaberecht ist daher in erster Linie Wettbewerbsrecht, das einen fairen und gleichen Wettbewerb um öffentliche Aufträge sicherstellen soll. In Anbetracht des finanziellen Volumens der öffentlichen Beschaffung durch die Mitgliedstaaten, das sind im Jahr mehrere Billionen Euro durch die Mitgliedstaaten, ist es natürlich für den Staat verführerisch, diese gewaltigen Summen zu nutzen, um über finanzielle Anreize auch soziale Ziele verfolgen zu können. Denn damit lassen sich enorme Steuerungseffekte erzielen und, das sieht man in Deutschland beispielsweise sehr deutlich in manchen Fällen, es lassen sich weiche Steuerungseffekte erzielen. Man braucht keine harten gesetzlichen Vorgaben, sondern man steuert eben über Geld. Allerdings ist dieses verführerische Instrument, mit Geld über die öffentliche Beschaffung soziale Gesichtspunkte zu fördern, auch nicht ganz ohne Reibungen. Das wird relativ klar, denn die beabsichtigte Öffnung der Beschaffungsmärkte für den Wettbewerb wird natürlich wieder eingeschränkt, wenn man Unternehmen, die die nachgefragten Güter anbieten können, den verlangten sozialen Kriterien aber nicht genügen, dann wieder vom Wettbewerb ausschließt. Das europäische Vergaberecht hat im Umgang mit diesem Spannungsbogen eine deutlich erkennbare Entwicklung durchlaufen. In den ersten Fassungen der europäischen Richtlinien über das Beschaffungswesen, das war in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts, war von sozialen Aspekten bei der Vergabe schlicht noch überhaupt keine Rede. Bei der Neufassung des europäischen Vergaberechts 2004 durch die sogenannte Vergabekoordinierungsrichtlinie wurden die sozialen Kriterien zwar im Text der Richtlinie erwähnt, allerdings auf sehr zurückgezogener Linie. Und wir haben jetzt eine neue Richtlinie, die Richtlinie 2014/24 über die öffentliche Auftragsvergabe, die bis April 2016 in allen Mitgliedstaaten in nationales Recht umgesetzt werden muss. Ich habe dort mal angefangen zu zählen, wie oft das Wort sozial im Richtlinientext und in den Begründungserwägungen vorkommt. Ich habe bei 50 aufgehört, also es wird wirklich inflationär gebraucht. Dementsprechend ist auch die Zielbestimmung der Richtlinie in den Erwägungsgründen, die Öffnung der nationalen Beschaffungsmärkte für den Wettbewerb wird zwar weiterhin als zentrales Ziel betont des Vergaberechts, gleich anschließend wird aber hervorgehoben, dass die Richtlinie, und zwar im klaren Unterschied zum früheren EU-Vergaberecht, ich zitiere, die öffentliche Auftragsvergabe in stärkerem Maße zur Unterstützung gemeinsamer gesellschaftlicher Ziele fruchtbar machen soll. Dementsprechend gibt es jetzt in der neuen Richtlinie zahlreiche Anknüpfungspunkte für die Berücksichtigung sozialer Aspekte. Und ich werde im Folgenden die wichtigsten Gruppen kurz behandeln. Ich weiß, Vergaberecht und insbesondere europäisches Vergaberecht ist sehr technisches Recht und
Von daher bitte ich schon jetzt dafür um Entschuldigung, dass es manchmal vielleicht etwas sperrig ist. Eine wirkliche Neuerung stellen die Regelung der neuen Vergaberichtlinie aus 2014 zur Einhaltung der im Anhang 10 zur Richtlinie aufgeführten internationalen und arbeitsrechtlichen Vorschriften. Hier gibt es also eine ausdrückliche Regelung in der Richtlinie, dass die Mitgliedstaaten dafür Sorge zu tragen haben, dass bestimmte völkerrechtliche, menschenrechtliche Arbeitsschutzstandards durchgesetzt werden. Das ist sehr bemerkenswert, auch gerade unter dem Gesichtspunkt Multi-Level-Menschenrechtsstandards, über die wir heute Morgen schon gesprochen haben. Dabei handelt es sich, soweit es um die sozial- und arbeitsrechtlichen Standards geht, hauptsächlich um die Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation. Das ist ein ganzes Paket von Kernarbeitsnormen, insbesondere betreffend die Vereinigungsfreiheit, die Gleichbehandlung von Männern und Frauen, die Zwangsarbeit und meistens in der politischen Diskussion im Mittelpunkt stehen, das Verbot der Kinderarbeit. Die Richtlinie betont jetzt ausdrücklich, dass die Mitgliedstaaten durch geeignete Maßnahmen dafür zu sorgen haben, also eine strikte Pflicht, dass auch die Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation eingehalten werden. Um die Bedeutung dieser Regelung wirklich zu verstehen, ist es notwendig, sich mit der räumlichen Reichweite der aus den Kernarbeitsnormen fließenden Verpflichtungen auseinanderzusetzen. Diese Übereinkommen sind nicht von allen Staaten der Welt ratifiziert, das ist ja gerade das Problem, sind aber von allen EU-Mitgliedstaaten ratifiziert und durch nationales Recht, insbesondere im Arbeitsrecht und im Sozialrecht, umgesetzt worden. Würde es also nur darum gehen, dass die Mitgliedstaaten die Einhaltung dieser Vorschriften auf ihrem jeweiligen Staatsgebiet zu sichern hätten, dann wäre diese Bestimmung schlicht überflüssig. Denn es gibt eine weitere Vorschrift in der Richtlinie, die den Mitgliedstaaten abverlangt, alle ihre Arbeitsschutzvorschriften und Sozialschutzvorschriften auch in den öffentlichen Beschaffungsprozessen durchzusetzen. Soll also der zusätzliche Hinweis auf die Einhaltung dieser völkerrechtlichen Sozialschutznormen eine eigenständige Funktion haben, so muss er einen weitergehenden Gehalt haben. Dieser Gehalt liegt darin, dass in öffentlichen Beschaffungsprozessen eben keine Leistungen beschafft werden sollen, bei deren Erbringung, Herstellung und Lieferung gegen die Kernarbeitsnormen verstoßen worden ist, und zwar unabhängig davon, ob der Verstoß innerhalb oder außerhalb der Europäischen Union erfolgte, was insbesondere bei Vorprodukten und Zwischenprodukten aus Drittweltländern ein ganz, ganz wichtiger Gesichtspunkt. Zur Sicherung dieser in den Kernarbeitsnormen enthaltenen Verpflichtungen gibt es dann noch einige Sonderregelungen in der Vergaberichtlinie. Daran wird deutlich, dass die Vergaberichtlinie dieser Durchsetzung der völkerrechtlichen Arbeitsschutzstandards eine enorme Bedeutung zumisst, und zwar in der Weise, dass diese Gruppe von sozialen Kriterien wesentlich stärker hervorgehoben wird durch die Richtlinie als andere soziale Gesichtspunkte. Es gibt also verschiedene Stufen, auf denen der öffentliche Auftraggeber, also der Staat oder die Kommunen, ich würde sagen, die Notbremse ziehen kann, wenn er eben merkt, dass in den Beschaffungsprozessen Lieferungen oder Leistungen erbracht werden, die offensichtlich unter Verstoß gegen die Kernarbeitsnormen erstellt worden sind. Also es kann das Unternehmen vom weiteren Wettbewerb ausgeschlossen werden. Das Angebot, das heißt nicht das Unternehmen, sondern das Angebot kann ausgeschlossen werden, wenn es besonders niedrig ist, weil gegen die Kernarbeitsnormen verstoßen worden ist. Also beispielsweise klassischer Fall Einsatz von Kinderarbeit, die niedriger bezahlt ist. Und dann gibt es noch eine allgemeine Notfallklausel. Das ist eine ganz bemerkenswerte Klausel, weil sie gar nicht so richtig reinpasst in das vergaberechtliche Schema, das eigentlich sehr strikt ist in der Prüfung. Wenn das ganze Verfahren schon abgeschlossen ist und sich schon herausgestellt hat, dass dieses Angebot eines konkreten Unternehmens das günstigste Angebot ist, dann gibt es immer noch die Möglichkeit zu sagen, nein, du bist zwar der Beste und Billigste, aber du bekommst es trotzdem nicht, weil es ist gegen die Kernarbeitsnorm verstoßen worden. Also es ist ein sehr bemerkenswertes Schutzinstrumentarium. Für die Praxis relevant ist, ich
betreibt das seit vielen Jahren, die Beratung dieser Frage. Für die Praxis relevant ist vor allem die Frage, ob das Unternehmen, das das Angebot abgegeben hat, das ist ja meistens ein Angebot aus einem EU-Mitgliedstaat, ob dieses Unternehmen selbst gegen die Kernarbeitsnormen verstoßen haben muss oder ob es ausreicht, dass einer der Lieferanten, also von Vorprodukten, Zwischenprodukten, Urprodukten beispielsweise, klassischer Fall Baumwollprodukte beispielsweise, in anderen Ländern, also insbesondere in Entwicklungsländern, begangen werden kann. Ich denke, die Struktur der Richtlinie macht deutlich, dass es nicht darauf ankommt, dass ein in der EU ansässiges Unternehmen selbst durch seine eigenen Unternehmen gegen die Kernarbeitsnorm verstoßen haben wird. Das ist in der Praxis natürlich auch mittlerweile kaum noch der Fall. Also die meisten Unternehmen haben entsprechende Compliance-Regelungen, die das ausschließen. Die weiteren Ausschlussgründe, die stellen nämlich explizit ab, das ist eine wörtliche Unterscheidung der Richtlinie, auf ein Handeln oder einen Zustand des Wirtschaftsteilnehmers, so heißt das im Deutschen in der Richtlinie, das heißt also des bietenden Unternehmens. Für die Verstöße gegen Kernarbeitsnormen wird der Wirtschaftsteilnehmer aber gerade nicht erwähnt, sondern es kommt objektiv darauf an, dass ein Verstoß gegen die Kernarbeitsnormen vorliegt. Das ist eine sehr deutliche Unterscheidung. Weitere Besonderheit der Beachtung der Kernarbeitsnormen als soziale Kriterien besteht darin, dass sie, so verstehe ich jedenfalls die Richtlinie, dass der öffentliche Auftraggeber, also der Staat bei der Ausschreibung, nicht extra darauf hinweisen muss, dass die Kernarbeitsnormen eingehalten werden müssen, sondern die Kernarbeitsnormen gelten auch dann, wenn der Staat die Einhaltung nicht besonders verlangt. Allerdings nur in dem Maße, wie die Richtlinie die entsprechenden Sanktionen auch selber vorsieht. Das ist eben das Prüfungsschema des Vergaberechts. Und dafür gibt die Richtlinie eben diese drei Sanktionsmechanismen, die ich eben genannt habe, Ausschluss des Bieters, Ausschluss des Angebotes. Sollen die Kernarbeitsnormen in anderer Weise berücksichtigt werden, also zum Beispiel beim Zuschlag als Wertungskriterium, dann gelten auch die allgemeinen Gesichtspunkte für soziale Aspekte, zu denen ich jetzt komme. Denn auch außerhalb dieser besonderen Vorschriften für die Kernarbeitsnormen enthält die Richtlinie verschiedene Regelungen für die sozialen Kriterien, die ich jetzt nur kurz streifen will, weil die entsprechen nach meinem Verständnis im Wesentlichen dem bisherigen Rechtszustand, zumindest nach den neueren Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs. Es gilt also auch hier, dass die sozialen Kriterien im Zusammenhang mit der Erfüllung des entsprechenden Auftrags, also den Lieferungen oder Leistungen, stehen müssen, wobei allerdings dieser Zusammenhang mittlerweile weit gesehen wird. Und das unterstützt das nochmal, was ich gesagt habe, nämlich alle Lebenszyklen, insbesondere auch eines Produktes, einbeziehen. Die Richtlinie spricht also ausdrücklich davon, ich habe es mir ein wörtliches Zitat aufgeschrieben, von der Gewinnung der Rohstoffe für eine Ware bis zur Entsorgung der Ware. Das heißt also, auch die gesamte Urproduktion, alle Zwischenstufen sind erfasst und dementsprechend auch über soziale Kriterien abbildbar. Wichtig ist auch, und das hebt die Richtlinie auch hervor, dass sich diese sozialen Faktoren, die den Lebenszyklus betreffen, nicht in der materiellen Eigenschaft des Auftragsgegenstandes widerspiegeln müssen. Das sind die berühmten Blutdiamanten. Also wenn ausbeuterische Arbeit betrieben werden muss, dann muss man das der Ware nicht mehr ansehen, sondern es reicht eben, wenn irgendwann einmal im Bereich der Herstellung des Produktes diese sozialen Aspekte berücksichtigt werden, ohne dass man es der Ware hinterher ansehen muss. Die Grenze ist, dass sich die sozialen Kriterien, um die es geht, nicht auf den konkreten Prozess der Herstellung oder Lieferung oder des Handels beziehen, sondern auf das Unternehmen
als solches und seine Unternehmenspolitik. Das war auch bisher nicht wesentlich anders. Also klassisches Beispiel ist, Sie können nicht verlangen, dass über das Beschaffungsrecht nicht verlangen, dass in den Führungspositionen eines Unternehmens eine bestimmte Quote von Frauen vertreten ist. Das geht über das Vergaberecht nicht. Sie können verlangen, dass bei der Ausführung des Auftrages Frauen in Führungspositionen eingesetzt werden. Das können Sie machen. Dann ist ein konkreter Auftragsbezug da, aber keine generellen Anforderungen an das Unternehmen. Das war aber auch bisher schon. Das Gleiche gilt für den Umstand, dass soziale Kriterien hauptsächlich einbezogen werden können auf der Ebene der Zuschlagskriterien, also der Wertung, welches ist inhaltlich das beste Angebot, oder der Ausführungsbedingungen, also Vertragsbedingungen für die Ausführung des Auftrags. Das entspricht aber auch dem bisherigen Rechtszustand, in dem Stand für diejenigen unter Ihnen, die kundig sind, die seit dem Max-Havelaar-Urteil des Europäischen Gerichtshofs von 2012, glaube ich, gegolten haben. Das greift die Richtlinie ausdrücklich auf. Betont dementsprechend auch, dass soziale Gesichtspunkte auch als Zuschlagskriterien eingesetzt werden können. Das steht jetzt ausdrücklich in der Richtlinie, in der alten Richtlinie, Vergabekoordinierungsrichtlinie, stand es ja nicht drin. Das hatte der Europäische Gerichtshof ja erst geöffnet und dieser Fall Max Havelaar, der findet sich auch in den Erwägungsgründen eben unter dem Bezugnahme, dass zu den Zuschlagskriterien eben auch die Herkunft der betreffenden Ware aus fairem Handel beispielsweise gefordert werden kann. Gleiches gilt im Grunde bei den Ausführungsbedingungen. Die Ausführungsbedingungen sind also Vertragsbedingungen, zu deren Einhaltung sich das Unternehmen verpflichten muss, wenn es dann den Auftrag bekommen hat und den Auftrag ausführt. Das war bisher auch schon so, also beispielsweise der Einsatz von die Verpflichtung, Langzeitarbeitslose einzusetzen oder eine bestimmte Anzahl von Jugendlichen in Arbeit einzusetzen bei der Erfüllung des Auftrags. Das ist ein ganz klassisches Instrument. Und einige der Leitfälle im Übrigen des Europäischen Gerichtshofs waren spanische Fälle. Also Spanien war eines der ersten Länder, die diese Wege gegangen ist damals, das bei den öffentlichen Aufträgen, insbesondere bei Jugendlichen, als Instrument zu nutzen. Eine spannende Frage ist zum Schluss, und das ist eigentlich das Letzte, zu dem ich noch was sagen möchte, weil das für die Praxis ein ganz wichtiger Punkt ist. Wonach entscheidet man jetzt, ob man ein soziales Kriterium, ich nehme jetzt mal schlimmsten Form der Kinderarbeit oder die Einstellung von Langzeitarbeitslosen, als Zuschlagskriterium, also für die Bewertung oder als Ausführungsbedingung nimmt? Die Richtlinie lässt beides zu, und das war auch der Stand des Europäischen Gerichtshofs. Das liegt also bei der jeweiligen öffentlichen Stelle, dem Staat, was er in dieser konkreten Situation erreichen muss. Man muss nur eben verstehen, wie das Vergaberecht funktioniert. Wenn man es als Zuschlagskriterium, den sozialen Aspekt als Zuschlagskriterium nimmt, dann wird er gewichtet, dann muss er auch gewertet werden. Das verstehen manche Verwaltungen nach meiner Erfahrung nicht. Wenn Sie beispielsweise als soziales Kriterium hineinschreiben, dass beim Zuschlag auch berücksichtigt werden muss, ob das ein Produkt unter Einsatz ausbeuterischer Kinderarbeit hergestellt worden ist, dann können Sie möglicherweise ein Problem bekommen als Stelle. Denn wenn das Produkt zwar hergestellt worden ist unter Einsatz ausbeuterischer Kinderarbeit, aber es ist besonders billig, dann müssen Sie das gegeneinander abwägen und möglicherweise gewinnt der Preis. Dann haben Sie politisch ein ziemliches Problem. Das ist so einer der Fälle, wo man sich sehr genau überlegen sollte, ob man ein Kriterium als Zuschlagskriterium fasst. Also Verbot ausbeuterischer Kinderarbeit ist ein klassisches Ja-Nein-Kriterium und kein Kriterium, was gewichtet werden kann. Deshalb, wenn es ein Ja-Nein-Kriterium sein soll, also es muss eingehalten werden, zwingend und kann nicht gewichtet werden, dann bietet es sich an, es als Ausführungsbedingung für den Auftrag hineinzuschreiben, denn dann muss es pflichtig eingeführt werden. Andererseits hat die Fassung als Zuschlagskriterium auch andere Vorteile wieder, wenn es gerade darum geht zu gewichten. Wenn Sie jetzt beispielsweise das soziale Kriterium nehmen, es sollen bei der Ausführung des Auftrags eben Langzeitarbeitslose in Brot und Stellung gebracht werden und dementsprechend soziale Fortschritte in dieser Hinsicht erzielt werden, dann können Sie bei der Fassung als
Bewertungskriterium, als Zuschlagskriterium, können Sie natürlich gewichten, wie viele Arbeitslose stellt das konkrete Unternehmen ein. Ist es jetzt nur einer oder sind es 10? Dementsprechend können Sie also auch das Unternehmen bevorzugen, was 10 einstellt gegenüber einem. Also da sind verschiedene Möglichkeiten gegeben und es hängt sehr davon ab, welches Ziel politisch im konkreten Fall dann auch erreicht werden soll. Weiterer Unterschied ist, und das ist in der Praxis ein ganz wichtiger, nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs gilt für die Zuschlagskriterien, also die, die gewertet werden können und gewertet werden müssen, dass deren Einhaltung effektiv überprüfbar ist, überprüfbar sein muss. Das heißt also, der Auftraggeber muss wirklich in der Lage sein, zu überprüfen, ob das Kriterium eingehalten wird oder nicht. Das geht bei der Einstellung von Langzeitarbeitslosen relativ einfach. Das geht möglicherweise relativ schwierig, wenn Sie Anforderungen an die Lieferkette in Drittweltländer beispielsweise stellen. Dann können Sie möglicherweise diese effektive eben Überprüfung als Staat gar nicht mehr selber leisten. Gut, damit komme ich auch schon zum Schluss. Ich denke, bereits im Titel der Neuregelung des europäischen Vergaberechts aus dem letzten Jahr 2014 wird deutlich, dass die Zweckbestimmung des Vergaberechts, die Beschaffungsmärkte für den Wettbewerb zu öffnen, durch strategische Ziele angereichert worden ist. Die alte Richtlinie, alte in Anführungszeichen, sie gilt ja noch aus dem Jahre 2004, war noch eine Richtlinie zur Koordinierung, so stand es ausdrücklich drin, Koordinierung der mitgliedstaatlichen Vergabeverfahren. Die Richtlinie 2014-24 nimmt jetzt für sich schon im Titel in Anspruch, die öffentliche Auftragsvergabe zu regeln. Das ist ein sehr feiner Fortschritt aus Sicht vielleicht der europäischen Regelungsintention. Das impliziert eben dann auch, dass es nicht mehr nur um wettbewerbliche Öffnung durch Koordinierung geht, also überall dafür zu sorgen, dass es die gleichen Bedingungen gelten, sondern es geht um die Etablierung der öffentlichen Vergabe als komplexes System von Koordinaten. Und dementsprechend wird die öffentliche Vergabe auch explizit in die Pflicht genommen, nunmehr die Entwicklung von Innovationen in verschiedene Richtungen anzustoßen, natürlich auch technische Innovationen. Aber die Richtlinie verwendet den Begriff Innovation sehr weit und zwar ausdrücklich auch im Sinne von sozialen Innovationen. Das heißt also, die Nutzung des öffentlichen Beschaffungswesens zur Erreichung des sozialen Fortschritts, wir hatten diesen Begriff ja schon mehrfach heute, ist wirklich ein explizites Ziel nunmehr des europäischen Vergaberechts. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus